Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um luzide Träume. Der eine oder der andere von euch weiß vielleicht, was luzide Träume sind und vielleicht wissen es aber auch ein paar noch nicht. Und deswegen denke ich, ich will einfach mal heute darüber sprechen. Es ist ja so, dass ich persönlich habe sehr oft solche Träume. Und ja, die sind so faszinierend und die sind so wunderschön. Es ist unglaublich. Es ist so, wie wenn man eine Situation aus dem täglichen Leben, allerdings sehr fantasiereich, ja, also wie wenn man eine Situation aus dem täglichen Leben erlebt, nur dass man weiß, dass man träumt. Und dann passieren natürlich total fantastische Dinge dabei. Zum Beispiel materialisiere ich oft im Traum, also aus meinen Händen entstehen dann Dinge und so. Es ist einfach herrlich und man kann natürlich auch diese Träume steuern. Ja, das ist jetzt nicht so ein Traum, der einfach abläuft, sondern man erlebt ihn sehr bewusst und man kann ihn auch sehr bewusst steuern. Ich würde sagen, es ist fast so ähnlich, wie wenn ein Schauspieler einen Film dreht. Der ist ja Akteur, erlebt das alles, aber es ist doch nicht sein Leben, so ungefähr. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man gezielt träumen kann, gezielt luzide Träume herbeiführen kann. Und es wird sogar geschrieben, wenn ihr euch mal im Netz erkundigen möchtet, dass man also in den luziden Träumen was lernen kann. Zum Beispiel ein Musiker ein Instrument lernen könnte, singen lernen könnte oder eben solche Dinge. Und das fasziniert mich ja so sehr. Vor allen Dingen, du hast ja während so einem Traum hast du ja direkten Kontakt zu deinem Unterbewusstsein. Und das ist ja der Schlüssel bei so einem Traum. Dadurch kannst du eben auch, hast du Zugriff zu deinem Wissen, zu deinen Fähigkeiten. Ganz andere Möglichkeiten tun sich da auf, als wie im normalen Leben. Im normalen Leben ist ja das Erlernen oder das Lernen von bestimmten Dingen oft mit großem Aufwand verbunden, oft sehr schwer. Und so etwas aber im Traum zu lernen, ist fantastisch. Ja, und das ist das, was mich immer so fasziniert. Und es ist auch ein Ziel von mir, dass ich da jetzt nochmal ganz, ganz, ganz intensiv diese luziden Träume nutzen möchte und werde, um Dinge zu lernen. Ich bin gespannt, was ihr mir in den Kommentaren dazu schreibt, ob ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt mit luziden Träumen und ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Denn es ist ja auch so, wenn man dann aufwacht, man weiß ganz genau jede Einzelheit von diesem Traum. Also alles, wirklich die kleinsten Feinheiten von diesem Traum, die kann ich immer wiedergeben. Und ich besonders, vor allen Dingen, wenn ich in Avalon im Sommer auf den Reisen bin, in Avalon, da habe ich ständig jeden Tag diese Träume und erzähle das dann auch morgens meiner Zimmergenossin, wenn wir zusammen ein Zimmer teilen. Und sie ist jedes Mal so begeistert, was da alles passiert in meinen luziden Träumen. Es ist herrlich. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr sowas habt, schreibt sie euch auf, denn daraus kann man lernen. Da kann man dann lernen, auch seine Träume zu steuern und damit zu arbeiten. Also es ist ein sehr großes Geschenk und für mich ist auch, also meine luziden Träume, die sind eigentlich die Träume aus der Wirklichkeit, die ich habe. Die zeigen mir so, wie ich in der Wirklichkeit gelebt habe, als Lichtwesen und was ich da also mit meinen Lichtgeschwistern gemacht habe. Ja, das sind also alles so energetische Dinge, die wir gemacht haben. Also das geht jetzt, fängt beim Materialisieren an. Es sind auch Fahrten mit dem Raumschiff dabei. Ja, es ist ganz detailliert, geschieht das alles. Und es ist zum Beispiel auch, es sind auch Schulungen auf dem Ashtar-Schiff, wo
wo ich praktisch einsteige und dort also geschult werde. Das sind alles diese Geschenke, die wir nachts empfangen können. Und es ist jetzt, auch wenn man so guckt, die Zeit hat sich ja total geändert. Die Energien sind so hoch, dass es für viele Menschen auch viel leichter ist, solche Träume zu haben. Das spielt schon eine sehr große Rolle und es ist ja auch wichtig für unsere persönliche Weiterbildung, ja, dass die Lichtarbeiter noch mehr Wissen bekommen, noch mehr Zugang zu dem vergessenen Wissen, zu dem, was hinter dem Vorhang liegt, bekommen. Und das bekommt man, für meine Meinung, durch diese luziden Träume. Also ja, es ist herrlich. Ich finde es so richtig, richtig toll. Und schreibt mir im Chat, ob ihr auch schon welche gehabt habt und ob das für euch sich auch so toll anfühlt und ob ihr auch wirklich alles noch danach wisst. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und das war eigentlich jetzt alles. Es gibt gar nicht so viel jetzt zu sagen, weil jeder Traum ist ja sehr individuell und für einen persönlich wichtig. Ja, aber überhaupt die Möglichkeit, dass es diese Träume gibt und dass sie eben in der Jetztzeit immer mehr Menschen diese Träume haben werden, das ist so schön. Ja, also, ich danke dir, dass du hier warst, mir zugehört hast. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!